herzlich willkommen zur zweiten Folge der kleinen Sendereihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und wie auch im ersten Teil habe ich jetzt das besondere Vergnügen, den Jörg aus Belgien heranzuwinken, der natürlich in Hamburg geboren wurde, bevor ich das jetzt wieder hier versemmel. Und den habe ich jetzt hier als tatkräftige Unterstützung in dem Thema Bibel und Verschwörungen. Hallo und moin moin. Ja, moin moin, von wegen kleine Serie. Da wollen wir erstmal sehen, ob das wirklich so eine kleine Serie bleibt. Ich habe den Eindruck, da könnte sich noch ein bisschen was entwickeln. Mhm. Auf jeden Fall finde ich es sehr erfreulich, um zu sehen, wie zumindest auf meinem Kanal die Premiere dieses ersten Teils bereits angenommen wurde. Hat eine sehr gute Resonanz und ich glaube im Augenblick nach etwas über einem Tag knapp 500 Zuschauer oder sowas gehabt. Lass mich mal eben nachgucken, ich will ja hier nichts Verkehrtes sagen. Ne? Man kann ja mal nachschauen. Ne? 729, ne? Wir haben heute also Donnerstag und das war gestern Abend, dass das gelaufen ist, 729 Mal angeschaut. Auch ein paar Kommentare dabei, das finde ich sehr positiv. Und das zeigt ja im Grunde, dass wir mit diesem Thema den Nagel wie so oft auf den Kopf treffen. Vor allen Dingen du, weil du hast die ganze Mühe gemacht, diese ganzen Nachforschungen zu machen, auch wenn wir hier und da natürlich mal drüber schnacken. Das ist ja logisch, deswegen machen wir das ja auch zusammen. Aber sowieso, die Ehre gebührt nicht mir, schon gar nicht dir. Die Ehre gebührt Jesus Christus, dass er uns die Möglichkeit gibt, diese Sendung überhaupt zu machen. Und wir danken allen Zuschauern, die sich das angeschaut haben und das auch weiterverbreiten. Und hoffentlich mit anderen Leuten, die da noch nicht so drüber denken wie wir, die wir das nachgeforscht haben, denen das zu unterbreiten und zu sagen, was der Unterschied ist zwischen Verschwörungstatsachen, zwischen wirklichen biblischen und auch in der Historie festgehaltenen Verschwörungen und den sogenannten heute in den offiziellen Mainstream-Medien als Fake News bezeichneten Verschwörungstheorien. Ja, und danke, dass ich dabei sein darf, Michael. Und jetzt bin ich gespannt, was du heute mitgebracht hast. Und dann schauen wir uns das mal an. Dann drücke ich einfach mal Bild runter. Und wir sehen, die Bibel habe ich mitgebracht. Also zumindest habe ich jetzt erstmal den noch nicht korrigierten Text der Schlachter 2000 Übersetzung mitgebracht. Und zwar im Punkto des Kapitels 1. Samuel 8. Das hat auch seinen Grund, denn in 1. Samuel 8 sagt sich das Volk von der Führerschaft eines von Gott ordinierten Anführers ab und möchte gerne behandelt werden wie alle anderen Heiden. Und wenn man sich das jetzt mal auf die Geschichte ummünzt, dass im Endeffekt alle sogenannten demokratischen, republikanischen und wie auch immer Systeme nichts mit dem biblischen System zu tun haben, ist, glaube ich, zum Grundverständnis erheblich wichtig, dass wir halt wirklich feststellen, dass es da eine Kehrtwende gab sozusagen. Obwohl sie immer wieder daran erinnert wurden, wurde das auserwählte Volk von Gott eben dann abtrünnig. Und das ist hier im 1. Samuel beschrieben. Und ich bin letztens durch eine Schwester in Christus, der Jasmin, draufgestoßen und deswegen habe ich gedacht, das ist ganz gut, dieses Kapitel. Aus dem einfachen Grunde, weil wir ja jetzt mit dem Thema, was ja eigentlich heute hier auf der Agenda steht, wenn wir so wollen, ja auch in die Politik gehen. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass wir dieses Kapitel zuallererst mal lesen. Und da das ja so Tradition hat aus der SMA-Serie, darf der Jörg ja immer die gelb-roten Sachen lesen. Ich habe diesen Textabschnitt, dieses Kapitel im 1. Samuel bereits vor Jahren einmal in Englisch gelesen aus der Blaney-Version, also der 1769er König James Bibel. Und Bruder Brett Norman aus Amerika hat das mit wunderschöner Musik unterlegt und auch mit ein paar schönen Bildern. Und vielleicht können wir das ja zum Ende dieses Videos so als Abspann einblenden, das Video davon. Ich fand das eine wunderbare Lesung, die sehr emotional war. Ich hatte mich damals ein klein wenig darauf vorbereitet, weil ich es ein paar Mal gelesen habe. Das habe ich jetzt mit dem Deutschen nicht. Also wenn jetzt meine Betonung nicht ganz so perfekt sein sollte, dann vergebt mir das bitte. Auch haben wir, wie gesagt, Michael hat es ja gerade bereits gesagt, die Schlachter genommen. Wir haben es noch nicht selbst aus der Original 1611 König James Bibel übersetzt, was wir aber sicher tun werden. Aber den Punkt, den Michael angekündigt hat, und dann fange ich auch gleich an zu lesen, ist eben ganz wichtig. Dies ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kapitel, das ihr euren Pastor in der Kirche komischerweise niemals sagen hört. Israel begehrt einen König. Und es geschah, als Samuel alt geworden war,
Da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abijah. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch warne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn, und er sprach: Das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, und damit sie vor seinem Wagen herlaufen, und um sie sich als Oberste über 1000 oder als Oberste über 50 zu bestellen, und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen, und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch gewählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch unser ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. So sieht es aus. Das Volk selber, was eigentlich das Auserwählte war und vorher in Gefangenschaft war und aus der Gefangenschaft heraus befreit wurde, hat eben nicht gehorcht und diesem Volk gefiel es eben viel, viel besser, andere Götter hinterherzulaufen, Göttern aus Stein und so weiter, und dann letzten Endes dann genauso zu sein wie alle anderen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ja, genauso sein wie alle anderen Heidenvölker. Und wie das geregelt war, dass es quasi, wenn man so will, in einem königlichen Staat geregelt war, dass da einer vorsteht, der die Befehle direkt von Gott bekommt und wo Gott dann direkt sagt, wie das dann halt zu handhaben ist. Diesen Zustand haben wir nirgendwo. Bis auf jemanden auf dieser Welt, der sich zu Gott erklärt. Und davon mal abgesehen, war das damals auch viel, viel humaner als heute. Hier steht ja drin, dass letzten Endes der König den Zehnten von der Saat und den Weinbergen nehmen wird und auch den Zehnten der Schafe nehmen wird und so weiter und so fort. Also das war ja dann von dem Abgabensystem sehr viel angenehmer als heutzutage. Ja? Und wir leben in einem satanischen, antichristlichen, gegen Christus gerichteten System. Wir haben hier nichts, egal in welchem Land man schaut, wir haben nichts mit der christlichen Religion zu tun. Das ist nur, wenn überhaupt, nach außen und Lippenbekenntnisse. Wir haben letzten Endes nur damit zu tun, dass es maximal viel Ausschweifungen gibt, Abweichungen gibt, Gesetzesverstöße gibt, dass
ganz viele Abgaben da sind, Korruption sind, Lüge, Täuschung und so weiter. Und deswegen ist das Thema Verschwörungen sicherlich nicht nur auf die alte Zeit bezogen, wobei wir jetzt nämlich gleich den Bogen spannen. Erstmal durch die ganze Bibel durch und dann in die Neuzeit. Aber das ist mal ganz wichtig hier. Im 1. Samuel wird die Grundlage gelegt, dass das Volk abtrünnig wird und dass das Volk halt einfach sagt, nö, wir wollen genauso sein wie alle Heidenvölker. Wir wollen ja gar nicht an Gott glauben. Wir wollen letzten Endes so das machen, was das soll geschehen, was wir als Volk, als Mehrheit des Volkes, wenn man so will, jetzt dann beschließen. Ja? Wir wollen einen König, der uns richten soll nach der Weise der Heidenvölker, also antichristlich, also satanisch. Der soll uns satanisch richten. Der soll nicht richten nach der Weise von Gott oder nach den Geboten oder so. Nein, der soll uns richten nach der Weise von allen anderen, die nicht an Gott glauben. Das ist doch ganz einfach. Und in dieser Welt leben wir da draußen. Und das ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Die denken, das Königreich Jesu ist hier. Das ist völliger Blödsinn, weil Jesus bei seiner Verhaftung gesagt hat, mein Reich ist nicht von hier. Und abgesehen davon würden wir tatsächlich in einer tollen, friedlichen, christlichen Welt leben. Dann müsste keiner mehr sein Haus abschließen, hätte keine Angst um sein Auto. Es würde keinen Raub, Diebstahl, Mord und so weiter geben. Also dann guckt man sich mal die Welt an. Einmal diese Reportagen oder einmal halt eine Nachrichtensendung, 5 Minuten, das reicht schon. Kann man wieder abschalten, dann weiß man, in welcher Welt man lebt. So viel mal eben hier zu 1. Samuel 8. Sei denn, der Jörg hat da noch eine ganze Menge zu sagen. Nein. Keine ganze Menge. Du hast im Grunde hast ja auch alles gesagt. Man muss die Dinge ja jetzt auch nicht zerreden. Aber ich hoffe, dass den Zuhörern und Zuschauern dieses Videos deutlich geworden ist, wie wichtig dieses Kapitel ist. Weil in diesem Kapitel verwirft das Volk Gottes den Gott, der sie aus Ägypten errettet hat. Und da steht in der Bibel an einer bestimmten Stelle geschrieben, ich kann dir jetzt nicht sagen, welche und wie sie genau lautet, der dafür gesorgt hat, dass er gesagt hat, Israel soll nicht der Schwanz der Völker sein, sondern soll der Kopf der Völker sein. Und Israel soll ein Licht in der Welt sein und andere Völker müssen dahin aufschauen und sollen sich daran im Grunde an Israel ein Vorbild nehmen. Hm. Und das kann man jetzt natürlich total vergessen mit diesem Wunsch von diesem Volk damit bei, dass so heidnisch bereits durchsetzt ist, dass sie einen König über sich haben wollen, der regiert genau so, wie die Heiden regiert werden, wo sie die beste Regierung haben, die man sich vorstellen kann, von ihrem Schöpfer selber, ja, der die Richter, wie du selbst gesagt hast, auch geistig beeinflusst und sein Recht wird gesprochen durch die Richter. Das ist ja durchaus in dem Buch der Richter, ist das ja, das ist ja das Buch der, ich glaube, hier kommt vor 1. Samuel kommt, glaube ich, Ruth und davor kommt das Buch der Richter. Und da ist das ja deutlich darin. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass nicht nur die Heidenvölker diesen Weg gewählt haben, sondern selbst das Volk, das Gott auf die Seite gesetzt hat, wo immer nur ein Teil von eben nicht Baal angebetet hat. Das hört man, sieht man ja später auch noch in, ich glaube, Ezekiel oder so, was steht das drin, dass er sagt, 7000 Leute habe ich mir auf die Seite gesetzt, die haben nicht die Knie gebeugt zu Baal. Ne? Mhm. Es sind immer nur ein kleiner Teil der Gemeinschaft, die an dem wirklichen König, den König der Könige, an dem Gott der Götter, wenn man das mal so sagen darf, weil es gibt ja nur einen einzigen Gott, an dem einzig wahren Gott, der sich bekannt gemacht hat, durch zu sagen, ich bin der, der ich bin, die sich nach dem richten wollen. Es ist immer nur eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit oder eine ganz kleine Minorität, eine, wie sagt man das, eine Minderheit. Ja. Minderheit. Genau. Ja, danke. Der Punkt ist ja deswegen, weil es halt immer schlimmer wird da draußen, deswegen werden natürlich auch die Regierungen immer schlimmer. Die Menschen, die halt einfach genau in diesem Heidenvolk hier unterwegs sind, die wählen natürlich genau das, was sie repräsentiert. Also wovon sie sich repräsentiert fühlen, drücken wir es mal so aus. Ne? Dass das alles ein Einheitsbrei ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber nichtsdestotrotz, es wird immer schlimmer. Die Konditionen werden immer schlechter. Ich hatte mal vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren jemanden hier von der großen deutschen SPD Journalie von einem bestimmten regionalen Blatt. Da meinte sie mir, die Sozialdemokraten haben eine ganze Menge gemacht für die Menschen. Ich sage, hören Sie mal zu. Ich sage, mein Opa, der war Alleinverdiener und hat alles gestemmt gekriegt. Ich sage, wie sieht es denn heutzutage aus? Ich sage, was hat die SPD nochmal gemacht? Wird schlechter da draußen anstatt besser.
Und ja, das zeigt letzten Endes auch, wie die Lokomotive weiterläuft. Ne? Aber das war jetzt nur die Einstimmung hier. Ne? Wir hatten da ja auch drüber gesprochen in dem Buch Herrscher des Bösen, ne? Dass eben ein Volk von Sündern eben auch Sünder als ihre Führer wünscht und sich wählt. Wir sind da nicht so unglaublich tief drauf eingegangen, aber es ist ja an jedem frei, sich das Buch Herrscher des Bösen auf meinem Archive in Deutsch runterzuladen, das durchzulesen und weiterzuverteilen und sich auch die Lesungen anzuschauen, solange die noch online sind und solange die noch zur Verfügung Es stehen ist auf ja auch so, YouTube. dass Menschen, die im Rampenlicht stehen, ob sie jetzt Politiker sind oder Entscheidungsträger sind, die natürlich auch eine Vorbildsfunktion haben und demzufolge sind die natürlich auch diejenigen, die so ein bisschen so den ethischen Standard nach außen hin prägen. Ne? Also wenn jetzt das gemeine Volk, also ne, allgemeine Volk, nicht fieses, sondern allgemeine Volk, jetzt dann plötzlich sieht, dass dann der Minister XY und dann die Ministerin sowieso und der Staatssekretär XY dann plötzlich Vetternwirtschaft betreiben, Korruption und so weiter, Vorteilnahme, Sachen fälschen und ja, sich halt einfach das nehmen, was sie können, dann ist das natürlich eine Geschichte, dann sagt sich der normale Bürger auch, ja, wenn die das schon machen, ja, also Ja, noch ein kleiner Punkt, auf den ich ein wollte. Du hast es angeführt mit dem Zehnten, genau. den Zehnten aus dem Weinberg, den Zehnten von den Schafen, den die Leute abgeben sollen. Der Punkt, den du eigentlich, glaube ich, machen wolltest, aber wo du dann aufgrund deines Kommentars nicht mehr dran gedacht hast, den mache ich jetzt eben. Heute ist es so, dass sie uns den Zehnten lassen und die Ja, 90 Prozent nehmen, genau. Ja, die dann das ist ja da so, sind. das ist ja schon ein geflügeltes Wort mittlerweile, ne? Ja, Ne? aber das wolltest du eigentlich sagen, aber du bist Ja, dann in meinem aber das ist Kommentar nicht eigentlich mehr ja drauf wirklich gekommen. so, das ist ja eigentlich, das sind meisten ja nicht bewusst, dass wir es das eigentlich ja wirklich nehmen müssen, den Zehnten, also ein Zehntel. Ja, die meint, die Leute, also viele meinen, das ist dann irgendwie so ein geflügeltes Wort, so dem Motto, das bedeutet dann halt einfach nur den, ja, weiß ich nicht, ne, irgendwie Ablass oder halt einfach nur eine Steuer oder einfach nur irgendetwas. Nein, es war ja tatsächlich Zehnt gemeint, also Dezimalsystem, also ein Zehntel, 10%. Ne? Nicht 19% Mehrwertsteuer, weil wir hier im Augenblick noch in Deutschland haben, wird garantiert nicht mehr lange dauern. Oder jetzt, wie ihr in Belgien, glaube ich, 21% habt und teilweise in anderen Auf den Staaten. Schritt zu 25, schätze ich Ja, mal. das haben wir in einigen Staaten ja schon. Ja, solche ganzen Sachen. Also hier kann man mal sehen, wie sich alles verschlechtert. Also jetzt für den Bürger, ne? Verschlechtert. Nicht für die Herrschenden, für die Bürger. Ne? Ja, also so viel mal dazu. Jetzt wollen wir da zurückgehen zu der Geschichte mit der Verschwörungstheorie. Weil, wie gesagt, das, was hier drin steht, ist eben keine Verschwörungstheorie. Das ist jetzt hier eben Bibel. In der Bibel werden Verschwörungen aufgedeckt. Und in der Bibel steht eben drin, dass das Volk eben dann keine Lust mehr hatte, Gott zu folgen. Das ist ja schon öfters passiert. Ne? Die sind ja nicht umsonst in Ägypten in die Gefangenschaft geraten. Die sind ja nicht umsonst in Babylon in Gefangenschaft geraten. Sondern die haben letzten Endes immer irgendwann da nur kurze Zeit durchgehalten. Und dann kam wieder der Abfall. Also der Abfall kam ja schon damals bei der Verleihung, sage ich ja schon fast, also bei dem Ausgeben der 10 Gebote, wo dann das Volk nicht auf Mose warten konnte, der dann halt eine geraume Zeit, ne, Wenn auf du, dem Entschuldigung, Berg wenn du war. hier Ägypten erwähnst und Babylon erwähnst, dann Ja. musst du auch erwähnen die 10 nördlichen israelischen Völker, die von Assyrien verschleppt wurden über die ganze Welt. Ne? Also wenn, da muss man schon alle drei Dinge Ja, es war jetzt benennen, halt die einfach also nur, war jetzt einfach nur Meilensteine ein. in der Geschichte Ja, Israels sind. Ne? es war jetzt halt einfach nur ein Beispiel zu sagen, es hat ja schon seinen Grund gehabt. Die sind immer wieder abtrünnig und abspenstig geworden und das hat sich über die ganze Geschichte weg fortgesetzt. Ja, und wenn die dann natürlich ihren eigenen Gott nicht anerkennen, was natürlich so von vornherein klar war, weil dafür war ja schon ein gewisses Bibelkapitel ja schon vorgesehen im Jesaja-Buch, dann ist natürlich ganz klar, die wollten niemals einen König haben, der sie auf der Weise von Jesus Christus beziehungsweise dem allmächtigen Gott Yahweh regiert. Das kommt ja jetzt hier im 1. Samuel 8 raus. Ja, wenn man jetzt mal überlegt, wie lange das jetzt wieder Zeit ist bis zur Jesu Geburt, also menschlicher, fleischlicher Geburt. Also das hat sich immer wieder fortgesetzt. Und wäre jetzt im Jahre 700 noch irgendetwas passiert, wäre es im Jahre 900 dann wieder rückfällig geworden. Also so geht das die ganze Zeit. Das heißt, es dauert immer eine gewisse Zeit und dann geht wieder alles die Rolle rückwärts. Deswegen hat es also einfach auf dieser Welt anscheinend, wenn man als Beispiel des Volkes jetzt hier mal sieht im Alten Testament, wenig Sinn, denen irgendetwas vorzusetzen, was ganz toll heilig ist und perfekt ist, das wollen die gar nicht haben. Da können die gar nicht mit Das sieht man, anfangen. Die können sich nämlich identifizieren. das sieht man ja auch im Buch der Richter, Michael. Die Leute müssen ja nur mal das Buch der Richter lesen, wo ich glaube, der Abschluss ist, glaube ich, von Simson, heißt er in Deutsch, ne? Ja, Samson, Simson, ja. Samson, Simson heißt, glaube ich, in Deutsch. Das ist der abschließende Richter davon. Aber da gibt es ja auch verschiedene Beispiele davon, wo die Leute den eben wieder abtrünnig geworden sind. Da gibt es die verschiedensten Geschichten drüber. Das ist
diese ersten Bücher nach Joshua, wo also, wir haben ja die ersten fünf Bücher Mose und am Ende des fünften Buches, das erste Buch Joshua, da gehen sie dann ja aus der Wüste in das gelobte Land. Und es fängt ja schon damit an, im allerersten Kapitel in Joshua, wenn die rübergehen in das gelobte Land und Gott sagt ihnen, ihr sollt euch nichts mitnehmen von dort. Ihr sollt euch keine Schnitzereien mitnehmen, ihr sollt euch keine Idole mitnehmen, ihr sollt euch keinen Schmuck oder irgendwas mitnehmen aus dem Land, das ihr da erobert. Ja, da war der Erste, der hat sich da ein paar Dinge unter sein Joch gesteckt. Gleich zu Anfang war das. Das erinnert mich immer, ich weiß auch nicht, aber jedes Mal, wie diese rückfällig werden, erinnert mich immer an die Geschichte von Lot und seiner Frau. Ja, genau. Dass man nicht loslassen kann, einfach sagen kann, ich freue mich nicht auf das Neue, was da kommt, sondern ich will unbedingt an dem Alten festhalten, was da ist. Der Punkt ist einfach derjenige, dass hier im 1. Samuel 8 der Grundstein gelegt wird für die Geschichte, dass das Volk sagt, mehrheitlich, wir wollen einfach nach den Riten der Heidenvölker regiert werden. Und so ist es dann auch geschehen. Und das ist halt der Dreh- und Angelpunkt. Es läuft ganz einfach darauf hinaus, Michael, wir wollen einem Menschen folgen und nicht einem Gott, den wir nicht sehen können. Ja, also Götter zum Anfassen. Und das ist genau das ist genau das, was wir heute haben mit dem Papsttum, dass die Welt regiert, der Gott, den man anfassen, den man sehen kann, ne? Weil der Papst macht sich ja selbst zum Gott. Ja, das ist aber nichts anderes als das goldene Kalb, wo die Leute sagen, wir wollen was zum Anbeten, zum Anfassen und zum Angucken haben. Ne? Klar. Ja. Oder man kann auch noch weiter zurückgehen zum Garten Eden, aber lass uns mal am besten weitergehen, weil sonst werden wir nie, kommen wir nie zu unserem. Mach mal weiter, sonst kommen wir gar nicht weiter. Aber ich finde das eine super interessante Unterhaltung. Ja, das ist halt einfach, wenn man das mal politisch sieht, wie die Menschen wirklich tatsächlich, wenn die Mehrheit im antichristlichen Geist ist, wollen die natürlich auch antichristlich geleitet werden. Ja, die wollen letzten Endes dann genauso bestärkt werden, dass das, was sie tun, richtig ist, beziehungsweise die wollen natürlich auch Menschen haben, die dann halt auch geistig auf derselben Stufe sind. Und deswegen haben wir natürlich dann genau die Politiker, die das Volk verdient hat, sozusagen. Weil die werden ja immer wieder gewählt. Ja, interessanterweise. Da geht ja jetzt keiner hin und sagt, die haben so viel missgebaut, die Partei hat jetzt erdrutschartig, das gibt's ja gar nicht. Da gibt es immer ein Stammpublikum, wo sie sagen, ist egal. Gut, weiter jetzt. Also, in der Geschichte der Verschwörungspraktiken, da gibt es jetzt hier ein Kapitel, beispielsweise, wo das Wort Conspiracy von Conspiracy Theorist im Englischen in der King James Bibel drinne steht. Und zwar ist das 2. Kings, also 2. Könige 15,15. Ich habe es nur mal hier reingeklebt, damit man sieht, dass es die 1:1 Übersetzung von der King James Bibel im Gegensatz jetzt zu der Schlachterbibel. Dann seht ihr jetzt hier die Conspiracy in Englisch, heißt jetzt hier in Deutsch in der Schlachter 2000 Ausgabe. Seine Verschwörung, die er gemacht hat. Ne? This conspiracy which he made ist seine Verschwörung. Also Conspiracy gleich Verschwörung. Damit ihr seht, also sowohl in der englischen als auch in der deutschen steht Verschwörung drin. Die er gemacht hat, also die nicht theoretisch ist, sondern die er praktisch durchgeführt hat. Hier steht geschrieben, das ist geschrieben, mal, fangen wir es mal vorher an, die Könige Shalom, Menachem, Pekaja und Pekah von Israel. Das muss der Jörg jetzt nicht lesen, ich fliege da jetzt nur mal eben ganz kurz durch. Es geht sich hier letzten Endes um einen König, der regierte. Und dann ist eben dann jemand heraufgekommen und tötete ihn und der wurde König an seiner Stelle. Ne? Also ein Regizid, ne? Ein Königsmord. Ne? Das hatten wir ja auch schon mal in, glaube ich, Herrscher des Bösen war das, ne? So, und jetzt geht's hier los. Seine Verschwörung, die er gemacht hat, das ist geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel. Schon wieder habe ich etwas zu tun mit den Königen, also mit den Herrschern. Und das führt sich jetzt fort, indem ich jetzt Folgendes gemacht habe. Ich habe in der Schlachter 2000, in der Mangelung einer besseren Übersetzung, muss ich dazu sagen, einfach mal einen Suchbegriff eingegeben, Verschwörung. So, was sehe ich denn da jetzt? Ich sehe da jetzt, dass, wenn es sich um Verschwörung geht, interessanterweise, dass unglaublich viel in dem Buch der Könige zu tun hat. Das ist dann halt die Zeit in Israel im Alten Testament noch. Da sind die Bücher nach Samuel und das ist die Geschichte eben dann da, dass es zu der Zeitpunkt eben schon ein, wenn wir so wollen, heidnisches Regierungssystem gewesen ist. Und was sehen wir da? In diesem Regierungssystem, wo die Menschen eben nicht Gott folgen und Gott gehorchen, sondern Menschen folgen und Menschen glauben und Menschen anbeten und Menschen über sie regieren, da geht es mit Mord und Totschlag weiter. Ja? Weil hier stehen immer in dem Buch der Könige Verschwörung, 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 Verschwörung und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann, wenn eine Verschwörung genannt ist, dann ist es so, das hängt dann und das führt dann auch ganz oft zum Tod. Ja? Hier sieht man auch König erschlagen. Ja? Das ist ein Königsmord, den König erschlagen.
So, und wir beispielsweise jetzt hier Verschwörung gemacht und ihn umgebracht. Und so weiter. Geht das immer so weiter. Also Verschwörung, König in dem Buch der Könige und tötete ihn. Also da ist jetzt nicht mehr viel mit Gnade, Barmherzigkeit oder christlicher Nächstenliebe. Ne? So, und das sieht man jetzt hier. Verschwörung, Verschwörung, immer so weiter, immer so weiter. Die machten alle, alle machen irgendwie eine Verschwörung. Und das scheint ja dann auch ja, Regel zu sein, nicht die Ausnahme, sondern Regel zu sein in diesem heidnischen antichristlichen System. Ja? Seine Knechte sogar, ne, machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus und so weiter. Geht immer weiter so, immer weiter so. Es hört irgendwann mal auf, okay, ja. Aber ist schon interessant, dass es also dann hier ganz viel, ja, eine Verschwörung sich ganz viel auf einen Mord sich bezieht und nicht einfach nur, um irgendjemanden zu übervorteilen, beim Spiel zu betrügen oder seine Esel zu entführen oder sowas, sondern nein, nein, es geht sich immer um die Mordabsichten, oder ganz oft zumindest um die Mordabsichten. Das war ja auch Thema in der letzten Sendung mit Apostelgeschichte 23, wo es sich um die, ja, um die Beseitigung, sage ich jetzt mal, des Apostels Paulus handelte. Da ging es ja dann auch drum. Das ist jetzt hier nicht benannt, aber das kann ja jeder nachlesen, wer möchte. Jetzt habe ich hier vom Jörg dankenswerterweise vor dieser Sendung noch zwei von ihm selber übersetzte Verse bekommen aus der König Jakobus Bibel, der originalen Version von 1611, nicht der Blaney-Version, sondern der originalen, wo es sich darum geht, dass nochmal ganz explizit die Könige der Welt benannt sind. Wir haben ja schon im 1. Samuel 8 festgestellt, dass es da eben das Volk ist, das aufbegehrte gegen Gott und seinen Stellvertreter, sage ich jetzt mal, oder deinen eingesetzten Herrscher und dann gesagt hat, nö, wir wollen Heidenvölker und wir wollen dann letzten Endes dann so leben, wie wir wollen und nicht nach euren Geboten und nicht nach eurem König. Und jetzt ist es so, dass jetzt hier in der König James Bibel das letzte Buch der Bibel, das vom Johannes geschrieben worden ist, da jetzt draufsteht, wie in seiner, ja, Schau sozusagen jetzt über die große Hure Babylon in Offenbarung 17 und 18, wo eben genau die Geschichte dann über die abgefallene Kirche, weil eine Frau ist in der Prophezeiung eine Kirche, eine Glaubensgemeinschaft, und jetzt eben hier die große Hure gezeigt wird. Hure ist dann die abgefallene Kirche. Ne? Also Hure ist ja untreu. Ne? Hure hat ja nichts mit einer eheähnlichen Gemeinschaft zu tun oder einer Ehegemeinschaft zu tun, sondern Hure ist diejenige, die Geld dafür nimmt, die käuflich ist, die letzten Endes ohne Gewissen und halt einfach nur sich ihrer Freude und Begierde hinabgibt, die ja letzten Endes irgendwie so sonst keine großen Pflichten hat, mit Familie, mit Fortpflanzung und allem nichts zu tun hat. Also die große Hure Babylon, die sie hier in der Offenbarung 17 benannt ist. Wer das ist, weiß eigentlich fast jeder, der unsere Kanäle verfolgt. Es geht sich jetzt hier im Augenblick explizit um diese Geschichte, dass hier die Könige der Erde benannt werden. So wie wir jetzt eben im 1. Samuel 8 gelernt haben, dass es eben da der König der Erde war, ab dem ersten Buch Samuel, der dann jetzt eben hier über die Heidenvölker nach ihrer Art und Weise herrschen sollte, eben nicht Gott. Also ein Menschenkönig von Menschen gemacht, nicht von Gott gemacht. Und hier bezieht sich jetzt genau die Offenbarung 17 und 18 drauf. Und jetzt sehen wir mal, wie jetzt so lange Zeit später, weil das ist ja eine Zukunftsvision, das ist ja eine Zukunftsschau hier, eine Schau in die Zukunft hinein von dem Apostel Johannes, die ihm von Jesus Christus übermittelt worden ist und wo er gesagt hat, schau hier, so wird es kommen. Und jetzt sind wir hier in den letzten Kapiteln. Dieses Buch umfasst 22 Kapitel. Wir sind jetzt hier im Kapitel 17 und 18, wo es sich speziell geht um die Könige der Erde. Also genau die, die von Menschen gewählt worden sind für ein antichristliches, oder wenn wir so wollen, einfacher gesagt, für ein satanisches System. So, und jetzt gucken wir uns diese Verse mal an, Jörg. Und es kam einer der sieben Engel, der die sieben Schalen hatte, und redete zu mir und sprach zu mir, komm her. Ich werde dir das Urteil der großen Hure zeigen, die auf vielen Gewässern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Unzucht begangen haben, und die Bewohner der Erde wurden mit dem Wein ihrer Unzucht trunken gemacht. Der brachte mich im Geist in die Wildnis, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Gotteslästerung, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und die Frau war in Purpur und scharlachrot gekleidet und mit Gold und Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, voller Gräuel und Schmutz ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben: Geheimnis. Babylon die Große, die Mutter
der Huren und Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Märtyrer von Jesus. Und als ich sie sah, wunderte ich mich mit großem Erstaunen. Ja, hier sehen wir, was die Könige der Erde machen oder beziehungsweise machen werden. Das ist ja auf die Zukunft gerichtet. Sie werden letzten Endes mit der Hure Unzucht treiben. Sie werden Unzucht begangen haben mit der Hure. Also mit einer abgefallenen Kirche werden sie antichristliche Dinge, satanische Dinge gemacht haben, böse Dinge gemacht haben. Und die Bewohner der Erde, also die Bevölkerung, die Völker und die Einwohner, wie auch immer, die wurden eben genau mit dem Wein ihrer Unzucht, also mit der Lehre oder mit der falschen Lehre, der Lehre der Unzucht, trunken gemacht. Ja, weil die Könige der Erde natürlich dann auch, wenn, wie ich eben schon gesagt habe, ich will das jetzt nicht überstrapazieren hier, aber natürlich auch eine Vorbildfunktion haben. Die sagen ja, was ist Recht und Gesetz ist in dem Staat? Und wenn die sagen, nö, also hier so und so Unzucht betreiben, das ist völlig okay, das ist völlig legal, das ist prima, ja, das ist überhaupt kein Problem, das ist in unserem Staat Gesetz und das, da steht also keine Strafe drauf, das hat mit der Bibel und mit sonstigen Sachen nichts zu tun, das haben wir jetzt hier für unser Volk niedergeschrieben und festgelegt. Die Könige der Erde, Michael, haben ja Autorität. Ja, ja. Um nochmal auf das Thema von der letzten Sendung zurückzukommen, über die Autorität. Eine Autorität, die ihnen vom Volk durch Wahlen verliehen wird. Genau. Also das jedes ist ja das, Mal, wenn was ich die... wählen gehe, mache ich mich selber im Grunde zum Mittäter an der, zwischen Anführungszeichen, Politik, die die Könige von meinem Land betreiben. Ja, das ist ja sowieso die Geschichte, die ja keine, die ja so die meisten eh nicht verstehen, weil halt jeder macht, was ja kein Argument für die Richtigkeit wiederum ist. Wenn man halt hingeht und seinen Zettel in eine Urne schmeißt, was erwartet man denn dann? Ja, man schmeißt es dann in sein Gefäß, was letzten Endes dann dieselbe Bedeutung hat, wie als wenn man irgendetwas begräbt. Ne? Anstatt die Stimme zu erheben und von seiner Stimme Gebrauch zu machen, was ja heutzutage immer schwieriger ist, aus vielerlei Gründen, physisch wie psychisch, ist es so, dass halt man da sagt, ach, der soll mich vertreten. Ne? Ist völlig okay, ich muss mich da nicht selber engagieren und der soll mich vertreten. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, vor, ich weiß nicht, 5 Jahren oder 6 Jahren habe ich selber mir noch tatsächlich mein Wahlprogramm durchgelesen, weil ich da jetzt nicht gefasst habe, warum eine deutsche Partei, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen muss, plötzlich ein englisches Fremdwort mit in ihrem Wahlprogramm drin hat. Da habe ich auch gedacht, das verstehen doch die Wähler, das Zielpublikum der Menschen so 50 plus, versteht das doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, was das ist. Aber das ist halt eben wieder Programm. Das ist halt einfach so, die Leute sind halt bequem und wo muss ich ankreuzen? Ich muss nur ein Kreuzchen machen. Ne? Und ein Kreuz zu machen, ja, ist auch ein Kreuz mit dem Kreuz. Ne? Wenn ich ein Kreuz mache, das hat dann auch wieder so eine spezielle, verborgene Bedeutung. Aber ich glaube, das wird jetzt alles in den Rahmen springen, wenn wir jetzt da über die Kreuze noch aufgehen. Ne? Aber jetzt hier mal eben zu den Königen der Erde. Wer sind denn die Könige der Erde? Das werden wir jetzt gleich rausfinden oder da werden wir zumindest mal uns angucken. Ja, aber die Könige der Erde, also die Herrscher, hier sind ja mehrere genannt. Ne? Ist ja nicht einer, es sind ja mehrere hier. Die Könige der Erde haben letzten Endes sich dann mit der Hure gemein gemacht und haben dann letzten Endes da, wenn man so will, eine Party. Die haben Party gemacht, mit der Wein, der uns so trunken gemacht. Wenn ich trunken mache, kann ich nicht mehr klar denken. Ja, dann schlage ich um mich und so weiter und dann lalle ich nur noch und dann bin ich nicht mehr zurechnungsfähig. Ne? Also letzten Endes, die sind also dann berauscht durch ihre Macht. Kennt man ja vielleicht auch mal den Ausdruck. Ne? Berauscht sein durch die Macht. Das fängt ja schon von berauscht sein wird man betrunken. Ja. Ich muss eine kleine Sache kurz einwerfen. Ich habe heute Abend ein Video gesehen von Nicholas POGM, den du ja auch kennst, dieser Remnant SDR auf BitChute. Und da ist er nochmal drauf eingegangen, auf die Farben Purpur und Scharlach. Es gibt eine Stelle in der Bibel, ich meine in Hesekiel, er hat sie im Video gesagt, ich habe es jetzt nicht auswendig, ich wusste ja nicht, dass ich das in dieser Sendung brauche, aber so arbeitet der Heilige Geist, weißt du, du siehst etwas und da gehst du in eine Sendung und dann geht es genau wieder darauf hinaus. Da steht in der Bibel ganz deutlich drin, dass die Farbe Rot Sünde darstellt. Und da steht in dem Text in der Bibel drin, dass du rot bist und eben auch durch Jesus Christus weiß gewaschen werden kannst. Aber rot eben wie die Sünde. Und wenn wir hier in der Offenbarung die Frau, die Hure, die abgefallene, die untreue Frau, muss man ja sagen, die untreue Frau in Purpur sehen, dann steht das für Sünde. Und die Bibel ist ganz deutlich damit, was mit Sünde ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes
Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das wollte ich nur noch mal eben zum Besten geben. Ja, das war Offenbarung 17, wo man schon mal sieht, dass also die Könige der Erde mit jemandem zusammenarbeiten, und zwar der großen Hure. Der großen Hure deswegen, weil es ein religiöser Content ist, ein religiöser Inhalt ist. Das heißt, das hat auch mit zu tun, dass es irgendeinen religiösen Aspekt beinhalten muss. Ansonsten würde die Bibel in Offenbarung nicht von der Hure sprechen. Gut, das ist die eine Sache. Ja? Und das ist halt sehr verführerisch, weil, ja, wie soll ich mal sagen, ja? Diese Geschichte hier, die ist halt mit Macht gekennzeichnet, ne? Gold, Edelstein und Perlen bestückt. Ne? Ich meine, Hesekiel, ich weiß, ne? Und solche ganzen Sachen. Ne? Aber es geht halt hier darin, dass es da auch um viel, viel Geld und Macht geht. Das kommt ja überall raus. Nicht nur in der Offenbarung, sondern auch hier in unserer Welt. Wenn wir schon anfangen mit Exodus 20, mit den Geschichten mit den 10 Geboten, wo aber dann später dann der Aaron, der Hohepriester war, der Bruder von Moses, dann beauftragt wurde, und der hat sich nicht geweigert, ein goldenes Kalb zu errichten. Ja, und hat dann alle Ohrringe eingesammelt vom Volk. Ne? Golden Earrings, ne? Übrigens mal so eine bekannte niederländische Band. Ja, und warum hat er das gemacht? Weil das Volk dran schon wieder aufbegehrt hat. Und goldenes Kalb, Gold ist nun mal halt, zumindest damals, meinem Verständnis nach, so das wertvollste Edelmetall gewesen. Also, das hat auch den religiösen Kontext, dieses Gold. Aber jetzt wollen wir weitermachen, sonst wird es ja gar nichts mehr hier heute. Also Offenbarung 18 ist jetzt das nächste Kapitel, also das folgende Kapitel. Und das befestigt, also, weil ich bin schon wieder im Holländischen hier, das bestätigt also jetzt eigentlich nochmal genau das, was Nummer 17 sagt, Kapitel 17 sagt. Vielleicht nochmal mit einer zusätzlichen Betonung. Und nach diesen Dingen sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht ausübte, und die Erde wurde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mächtig mit einer starken Stimme und sprach: Babylon die Große ist gefallen und wurde zur Behausung von Teufeln und zur Bewahrung eines jeden üblen Geistes und ein Käfig eines jeden unreinen und hasserfüllten Vogels. Denn alle Völker haben vom Wein des Zorns ihrer Unzucht getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die wundersame Kraft ihrer Wollust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht von ihrem Schicksalsschlag empfangt. Denn ihre Sünden sind bis in den Himmel gekommen und Gott hat sie ihrer Missetaten erinnert. Hier haben wir schon wieder die Könige der Erde, also genau die in einem Kapitel vorher beschrieben waren. Und hier ist die Vergangenheitsform, haben Unzucht mit ihr getrieben. Sie können keine Unzucht mehr treiben, da ihre Hure gefallen ist. Also Babylon die Große ist gefallen. Also da mal eine doppelte Bestätigung. Wenn sich etwas wiederholt, ist gefallen, dann ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Dann ist das eine doppelte Betonung. Und zur Behauptung, das ist, Entschuldigung, nicht nur, dass es ganz, ganz wichtig ist. Meinem Verständnis nach ist es auch, weil wir hier von Babylon sprechen. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst, und ich hätte es auch gesagt, aber bitte. Ja, gut, ich meine, es geht ja auch darum, wenn wir sowas schon machen, dann können wir auch die Bibeltexte ein wenig nach unserem Verständnis, wie der Heilige Geist uns in die Wahrheit leitet, erklären, oder? Und es ist eben so, dass Babylon einmal gefallen ist in dieser fleischlichen Welt, aber nicht in der geistigen Welt. Und dass das geistige Babylon wieder auferstanden ist im Römischen Reich und in der Hure Babylons, in der römisch-katholischen Kirche. Und hier sprechen wir über das Urteil, das über diese Hure gesprochen wird. Und hier ist Babylon jetzt gefallen, zweimal, nämlich im Fleisch und im Geiste. Das wahre, das ursprüngliche Babylon ist gefallen, das wir kennen aus der Zeit von Nimrod, direkt nach der Flut. Und das Babylon, das geistige Babylon, das durch die Zeiten hin, durch alle Königreiche, also heidnischen Königreiche, der Weltgeschichte hin, die Könige beherrscht hat. Weil ob sie jetzt von Babylon kamen oder von Assyrien, Medo-Persien, Griechenland oder Rom, sie waren alle
im Geist Babylons. Sie waren alle im Geist Nimrods. Sie waren alle im Geist des Teufels. Das wollte ich dazu gerne mal zum Besten geben. Ja, man sieht jetzt ja auch beispielsweise hier, dass eben die Geschichte jetzt hier ist, dass Babylon die große, also die abgefallene Kirche, ne, Hure Babylon, also abgefallene Kirche, wurde zur Behausung von Teufeln. Ja? Und Teufeln, da gibt es ein griechisches Wort, das heißt Dämon. Also wenn jemand sagt von wegen, ja, also da gibt es, also Dämonen gibt es nicht, also die Bibel spricht davon, dass Babylon die große, die Behausung von Teufeln ist. Und die Bewahrung oder Gefängnis oder wie auch immer, eines jeden üblen Geistes. Also dass da letzten Endes die Brutstätte ist, sage ich jetzt mal schon fast. Ne? Die Brutstätte deswegen, weil es sich als eben auf eine geistliche, also sprich religiöse, spirituelle Geschichte bezieht. Ich meine, wer da benannt ist, weiß eigentlich jeder, der im Protestantismus zu Hause ist. Ne? Wir protestieren gegen das Papsttum. Wir protestieren nicht gegen die Stadt Babylon. Wir protestieren auch nicht gegen irgendein Volk. Das ist letzten Endes ein geistiges Gefängnis, wo die meisten Menschen halt einfach dem Abbild oder dem Bild auf dem Fernseher hinterherlaufen und sagen, oh, ist alles so schön geschmückt zu Weihnachten, was gar nicht in der Bibel steht. Oder ist alles so gold und glänzend und goldener Becher und so weiter. Dann guckt man sich mal einen entsprechenden Gottesdienst an und dann plötzlich, wenn man das vergleicht mit den Kapiteln, dann kriegt man ganz große Augen, wenn man die nicht schon vorher hatte oder gewusst hat. Wir wissen ja, wer Babylon die Große ist. Also zumindest hat Martin Luther das gewusst und Calvin und Zwingli und viele andere auch. Aber wer sind denn die Könige der Welt? Jetzt habt ihr euch ein bisschen Entspannung verdient, glaube ich. Also die Könige der Welt. Ja, der mit dem Zepter, der mit der Krone auf. Könige der Welt, der hier auf der Weltkugel sitzt. Ist jetzt hier aus einem beliebigen Video rauskopiert. Ist nicht er. Ne? Ist nicht Titanic. Titanic geht unter. Ne? Aber ist genau wie bei der Geschichte mit der Arche Noah, abgesehen davon, dass beide Schiffe waren, ja, ist es dann letzten Endes so, hättest du vorher gesagt bei der Titanic, dass die untergeht, hätte jeder zu dir gesagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Weil die Titanic war ja angeblich unsinkbar. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, weil da haben wir nämlich 6 Folgen drüber gemacht. Ne? Aber hier weder Leonardo DiCaprio noch irgendjemand, der Kapitän ist oder irgendjemand, der irgendetwas zu sagen hat, der nach außen jetzt sichtbar irgendwie erscheint, ist der König der Welt. Ne? Zumindest jetzt hier, das ist alles Film und alles Fiktion. Also gehen wir weiter. Den habe ich mir rausgesucht. Und das ist nicht der, von dem ihr glaubt, dass es der ist. Das ist nicht der, der gelebt hat. Das ist der, der vorgibt, er zu sein, der gelebt hätte. Der Mann, der hier, wenn man so will, jetzt hier an dem Erdball dreht, ist niemand anderes als Sir Charles Chaplin. In dem Film Der große Diktator. Der steht auch nicht zufällig da in einem großen Halle, einem großen Saal, mit einer Büste, die dann nicht ungefähr in irgendeinen alten römischen Feldherrn oder wen auch immer da erinnert. Vielleicht kann man mir auch sagen, wer das ist, weil ich habe nämlich in der Kürze der Zeit keine Zeit mehr gehabt, das rauszufinden. Und da steht auch nicht umsonst da an einem großen Schreibtisch mit einem Adler-Symbol drauf. Der Adler, das System oder das Symbol besser gesagt, nein, nicht der Bundesrepublik, sondern des römischen Systems. Ja? Also Adler. Und der steht auch nicht umsonst da hinter einem Bildnis sozusagen, wo Sonnenstrahlen draufkommen. Ne? Interessant, wenn man das alles mal so zusammen anguckt. Und auch nicht von ungefähr hat er auch dieselbe Uniform an, wie der bekannte Diktator aus Österreich. Nein, aus Österreich, nicht aus Deutschland. Aber wie gesagt, wenn jemand jetzt noch über Völker und so weiter, gibt nur eine menschliche Rasse und das sind die Menschen und wir haben alle 2 Augen, eine Nase und einen Mund und auch 2 Ohren zum Hören und einen Mund zum Sprechen. Also, der Mann hier, der dreht hier am Rad sozusagen, am Rad der Geschichte und er verhunepiepelt hier in der Zeit des Zweiten Weltkrieges den weltbekannten Diktator aus Österreich. Und wenn wir jetzt auf die Symbolik hinaus wollen, dann wären wir bis morgen noch zu Ende. Ich wollte nur damit sagen, dass also diese Menschen jetzt hier jemanden darstellen, der zu diesem Zeitpunkt im Zweiten Weltkrieg als einer der mächtigsten Menschen auf der Welt angesehen wurde. Ob er das ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Für die Menschen ist das der König gewesen. Zum Zeitpunkt des Dritten Reiches haben die Menschen dagegen diesen König, in Anführungsstrichen, ja, der da per Ermächtigungsgesetz von oben reingeschwebt worden ist, oder reingespült worden ist, besser gesagt, eben dann den verehren müssen.
Ja, weil alles andere, den Gehorsam dem König zu verweigern, wäre dann automatisiert dann halt eine, ja, wie soll man sagen, ne, eine große, schwere Strafe gefolgt. Ne? Also hat man dann letzten Endes dann eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ne? Falls jemand die Situation an irgendetwas erinnert, kann er die Erinnerung gerne für sich behalten. Aber Thema ist der Geschichte jetzt hier, wenn man schon mit dem Erdball spielt, dann möchte man beispielsweise hiermit darstellen, und das sagt er jetzt auch hier in diesem Film, der Film heißt übrigens Der große Diktator von Charles Chaplin, ein ganz hervorragender Film. Er sagt ganz einfach, der Herrscher der Welt. Und damit persifliert er natürlich dann eben das Deutsche Reich zu diesem Zeitpunkt. Interessanterweise ist jetzt, dass er so vom Typus her eine ganze Menge gemeinsam hatte mit seinem darstellenden Original. Also Hitler und Chaplin hatten eine ganze Menge gemeinsam. Die waren beides Diktatoren. Der Charlie Chaplin war totaler Diktator am Set. Und nochmal, ich finde das sehr interessant, dass also hier genau im Hintergrund diese Strahlen jetzt hier sind. Ne? Warum die da sind, wo die da sind und warum die da sind, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe mich also auch nicht explizit mit ihm beschäftigt. Ich habe nur heute mal eben so zwei Begriffe eingegeben. Der erste war Chaplin, den zweiten könnt ihr euch denken, das kam dabei raus. Die Liverpool Links mit Charlie Chaplin wurden jetzt eben freigelegt. Ne? So, und hat also eben in ganz armen Verhältnissen groß geworden, hatte auch ein ganz schlechtes Leben gehabt, nämlich sein alkoholischer Vater hat eben die Familie verlassen und letzten Endes seine Mutter ist dann eben wegen psychischen Krankheiten dann eben in entsprechende Geistesheilanstalten verwiesen worden. Also er ist letzten Endes dann ein, wenn man so will, ein Straßenkind gewesen. Ne? Und diese Menschen sind natürlich sehr leicht beeinflussbar und haben natürlich ganz große Träume, wenn vor allen Dingen da kein familiärer Rückhalt ist. Eine Situation, die vielleicht nicht ganz ungewollt irgendwo ist. So, und jetzt gucken wir uns mal, was dieser Artikel sagt. Ist nur ein Artikel. Ne? Ich sage sie jetzt auch nur. So. Und angeblich ist er eben im Jahre 1900 dann eben in diese Schule gegangen und das war eben die jesuitisch betriebene römisch-katholische Schule von Saint-Francis Xavier in Salisbury Street. Ja? Dieser Artikel ist relativ frisch. Ich habe ihn nicht nachgeprüft, ich wollte es nur dazu sagen. Also, egal wie, dieser Mensch war natürlich auf seine Karriere getrimmt. Der hat eine ganze Menge Sachen in seinem Leben gemacht. Aber er hat einen großen Diktator mit dem Herrscher der Welt verglichen und den da auch porträtiert. Ne? Das ist jetzt hier heutzutage diese, wie heißt es nochmal? Saint-Francis Xavier. Ja? So, und das ist jetzt ein Ende jetzt hier eine Sache, die können wir jetzt hier eine ganze Menge abhaken. Ich wollte es halt einfach nur gezeigt haben. Übrigens ist dieser Mensch, der ja als Kommunist verschrien worden, also politisch korrekt ist immer dann so eine Sache des Zeitalters und vor allen Dingen auch, wo du gerade bist, ja, der ist dann verschrien worden aus USA, zumindest offiziell ausgewiesen worden und hat sich dann später in der Schweiz niedergelassen, hat dann seinen Oscar als Lebenswerk mit einer ganz langen Standing Ovation gekriegt und hat dann aber auch das Glück oder wie auch immer gehabt, 2 Jahre vor seinem Tod zum Ritter geschlagen zu werden, genau von Queen Elizabeth. So, wenn die Queen Elizabeth jetzt aber den Charlie Chaplin, der garantiert einer der absoluten Superstars gewesen ist und der erste Superstar gewesen ist, wie wir schon mal festgestellt haben, der ist nicht König der Welt, wenn der zum Ritter geschlagen wird von jemandem. Also ist er auch nur angestellt, ne? Nämlich als Ritter der Königin. Die Queen Elizabeth, 1975, ja, da jetzt hier und rechts mal ein bisschen älter mit dem Papst Franziskus. Jetzt muss man es mal Folgendes nur ganz kurz überlegen, um jetzt den Bogen zu schaffen zu der Politik. Wenn jetzt jemand einen Titel bekommt, als Ritter, dann muss er ja irgendwo eine dienende Funktion gehabt haben. Er hat ja dann angeblich seinem Vaterland Großbritannien gedient. Er hat diesen Titel nicht ausgeschlagen. Und er hat vor allen Dingen noch eine Sache, diese Königin Elisabeth, die muss ihm ja irgendwie übergestellt sein, weil die ist ja Königin. Also ist ja er nur auf den Schauspielerbereich geeicht, aber sie, was ja viele nicht wissen, ist Herrscherin über 53 Länder, offiziell, immer noch. Und wir reden jetzt hier nicht vom Mittelalter, wir reden hier von 2021. Also diese Frau taucht nicht im Register der reichen Menschen der Welt auf. Und wenn ich 53 Länder beherrsche, offiziell, man kann ja immer noch irgendwelche Regierungsoberhäupter eingesetzt haben. Aber wenn ich 53 Länder beherrsche, dann habe ich ein bisschen mehr Geld als einer, der vielleicht nur Computer verkauft hat. Aber diese Menschen tauchen eben in diesen Listen nicht auf. Und wir können jetzt unendlich nur in diese ganze Geschichte mit England reingehen. Aber nur mal als Beispiel dazu. Wenn aber jetzt, das Bild, was ich nicht gefunden habe, wenn aber jetzt diese Königin gleichzeitig auch Trägerin des Hosenbandordens ist und dann auch noch in einer untergestellten Version dann auch noch dem Lord Mayor der Stadt oder des Stadtbezirkes von London, City of London Corporation, dann hinterherlaufen muss, dann ist die auch wieder nicht uneingeschränkte Herrscherin.
Und wenn man, wie man jetzt hier sieht, hat die auch ein ganz, ganz inniges Verhältnis, zumindest nach außen hin, zu dem Papst, obwohl sie ja eigentlich nach außen hin wiederum ein protestantisches Land verkörpert. Wie kann das denn sein? Ich meine, wie soll man jetzt alles auflösen hier, ne? Nur, wie gesagt, nochmal, also Herrscher der Welt. Wer ist denn jetzt tatsächlich der Herrscher der Welt? Wer sind denn die Könige? Könige sind doch diejenigen, die Ländereien unter sich haben. Und dann ist doch bitteschön die Queen Elizabeth mit 53 dabei, inklusive Australien, inklusive Neuseeland, inklusive Südafrika, inklusive Kanada und. Die ist doch ganz oben dabei bei den Königen der Welt. Die mit der Hure Unzucht getrieben haben. Wenn ich mir jetzt dieses Bild angucke da, dann ist das schon interessant, oder? Dann machen wir weiter. Das ist auch mal ein ehrlicher Film hier. Ja? Der hat zumindest die Aussage hier. Ne? Der 007, der ist ja so bekannt, der hat ja die Lizenz zum Töten. Also der ist ja Gott in seiner Funktion. Der wird ja zum Gott gemacht. Der kann ja ohne zu Probleme, kann der ja töten. Und der hat hier einen Film gemacht. Ich bin da nur, es gibt ja keine Zufälle, ich bin da heute drüber gestolpert, ich dachte, Moment mal, wenn aber jetzt diese Geschichte mit Babylon so ist, dass eben dann eine weltliche und eine geistige Macht gemeint ist, warum ist dann die Welt nicht genug? Dieser Film sagt ja hier, die Welt ist nicht genug. Moment mal, es gibt doch gar keinen Roman von dem Erfinder, in Anführungsstrichen, dem Geheimagent, was er wirklich war, dem Ian Fleming. Ian Fleming? Ja, boah, meine Güte, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf. Sondern, das ist letzten Endes hier Geschichte hier, die Welt ist nicht genug, ist sehr interessant. Ich lese mal vor, ihr werdet es echt nicht glauben. Der Titel des Films stammt nicht von einem der Bücher oder Kurzgeschichten von dem Geheimagent Ian Fleming, bezieht sich aber auf ein Zitat aus dem Film Im Geheimnis Ihrer Majestät, das wiederum von Fleming geschrieben worden ist und 1966, 67, 68, 69, irgendwann 69, glaube ich, mit dem George Lazenby da aus Australien verfilmt worden ist, der übrigens in einem Bruce Lee-Film mitspielen sollte, aber ist eine andere Geschichte. So, der Herr Bond erfährt dort in diesem Film, dass das Motto seiner Familie Orbis non sufficit lautet, lateinisch für die Welt ist nicht genug. Im Film äußert Elektra, also diese hübsche, ne, die der Gegenspielerin ist, gegenüber Bond sinngemäß, dass sie ihm die Welt hätte zu Füßen legen können, worauf der mit seinem Familienmotto antwortet. Das ursprüngliche Zitat lautet aber Non sufficit orbis und war der Wahlspruch des Königs Felipe II. Von Spanien. Tatsächlich übernahm Ian Fleming einfach das historische Motto der Baronets aus der Familie Bond of Peckham, die das nebenstehende oder jetzt hier nicht beschriebene Wappen führte. Jetzt habe ich mal nachgeguckt im Internet. Philipp II., Spanisch Felipe der Zweite, von 1527 bis 1598, also da zu dieser Zeit hat der Mensch gelebt, wo es das Zweite Vatikanische Konzil gab, ja, das war ein spanischer Monarch, also ein König, ja, aus der Dynastie der Habsburger. Und er war der einzig überlebende legitime Sohn von Karl dem V. Da sind wir also schon direkt wieder hier aus der Linie, nicht von Christopher Lee unbedingt, nur aber jetzt hier von dem Karl dem Großen, Charlemagne, 800 nach Christus, ja, Aachener Dom. So, und der hat eben nach der Abdeckung seines Vaters ab 1555, 56 die Länder der spanischen Krone verwaltet. Jetzt guck mal hier, Spanien, Niederlande, Neapel, Sardinien, Sizilien, Mailand und spanische Kolonialreich. Und was weiß ich noch alles, was da noch alles an Inseln und so weiter dazugehört. Also genau zu der Zeit hat der übernommen von dem Konzil von Trent. Und genau da hat er dieses Motto gehabt, die Welt ist nicht genug, was ausgerechnet von James Bond dann hier, beziehungsweise von dem Geheimagenten dann da benutzt worden ist. Interessant, oder? Also egal wie, ich komme immer wieder auf diese Geschichte zurück, wenn man dann noch weiß, dass das spanische Königshaus diejenigen gewesen sind, die eben den Christopher Columbus, da gibt es ja auch so einen interessanten Orden, der heißt der Ritter der Columbus, also nicht der Ritter der Kokosnuss, das ist Monty Python, Ritter von Columbus in den USA, wo auch eine ganz bekannte amerikanische Dynastie Mitglied war und ist, dass der eben dann auch von der spanischen Krone offiziell losgeschickt wurde, um Indien zu entdecken, dann aber völlig unfähige Matrosen und Seeleute und Navigatoren auf drei kostbaren Schiffen hatte und dann also ganz unverhofft in dem eigentlich meiner Meinung nach geplanten Ziel der Vereinigten Staaten von Amerika dann halt da gelandet ist. Nein, ich weiß, der ist auf Inseln gelandet, der ist nicht am Festland gelandet, weiß ich auch. Aber es geht halt einfach darum, uns wird alles Mögliche an gefälschter Geschichte erzählt. Aber selbst ein James-Bond-Film, wenn man da weitergeht, kommt man schon wieder auf ein spanisches Königshaus und die Spanier sind somit das erzkatholischste Land überhaupt. Übrigens auch diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg erstaunlicherweise ziemlich davongekommen sind. So viel mal jetzt eben zu James Bond, wo jemand gedacht hat, ach,
das ist jetzt ein bisschen Unterhaltung hier. Nein, ist keine Unterhaltung, ist letzten Endes, wenn man da weitergeht, wenn man tief genug gräbt, wenn man immer weitergeht, man kommt immer wieder darauf, dass also nichts nichts bedeutet, sondern alles irgendwo doch etwas bedeutet. Ne? Die Welt ist nicht genug. Aber was heißt denn jetzt, dass die Welt nicht genug ist? Ja, wenn ich diese Welt, die ich sehen kann, nicht genug ist, um mich als Herrscher der Welt aufzuspielen oder als Gott, ne? Ich darf ja töten als James Bond, dann was ist denn dann die Welt, die ich noch erobern muss, die dann genug wäre, um meinen Machthunger zu stillen, wenn die Welt schon nicht genug ist? Dann muss es ja noch eine zweite Welt geben nach einer ersten. Wenn die Welt schon nicht genug ist, was haben wir denn dann noch? Haben wir ein Universum? Ach nee, wir haben ja Universen inzwischen. Da gibt es ja schon wieder ganz tolle Theorien, die sich selber widersprechen. Aber nur mal als dazu. Könnte es dann auch sein, dass es hier die geistige Welt, die geistige, spirituelle, religiöse Macht gemeint ist? Vor allen Dingen, wenn dieses Motto, dass der Welt die Welt nicht genug ist, ja eigentlich eins ist von dem spanischen Königshaus, was direkt dem Papst oder dem Papsttum unterstanden ist. Und dann auch noch zum Zeitpunkt des Konzils von Trient, wo letzten Endes die Gegenreformation dann beschlossen worden ist. Also alle möglichen Maßnahmen, um die Reformation eben dann wieder zu beenden, damit die römisch-katholische Kirche unangefochten der, wie kann man sagen, Herrscher der Welt ist. Und die hat zwei Schlüssel, die habe ich jetzt hier nicht eingeklebt, aber das ist die geistige und die weltliche Macht. Sind wir schon mal dabei, die Welt ist nicht genug. Muss nämlich auch dann das Himmelreich sein anscheinend oder wie auch man immer dann die spirituellen Breitengrade dann irgendwie bezeichnen will. Dann geht's weiter. Die G20. Die Abkürzung für der Gruppe der 20 ist ein seit 1999 bestehender informeller Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Sie repräsentiert die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die G20 dient vor allen Dingen als Forum für den Austausch über Probleme des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems, also eine rein weltliche Geschichte erstmal, aber auch zur Koordination bei weiteren globalen Themen, also weltumspannend, Globus, wie Klimapolitik, Frauenrechte, Bildungschancen, Migration und Terrorismus. Ich sehe jetzt hier nicht, wie man den Hunger der Welt irgendwie bekämpfen möchte. Ich sehe jetzt hier nur wieder Klimapolitik, das wird als allererstes benannt. Das ist ja Wikipedia. Ne? Das ist jetzt hier schon eine Webseite, die eine autoritative Kontrolle ausübt, wo also nicht jeder schreiben darf und wo auch nicht alles veröffentlicht wird. Zielrichtung und der Wirksamkeit ihrer Beschlüsse ist umstritten, sagt Wikipedia. Das ist ja immer witzig. Ne? Wenn jetzt also die reichsten Menschen der Welt, oder nein, Entschuldigung, umgekehrt nochmal korrigieren. Wenn also jetzt hier die angeblich mächtigsten Menschen der Welt Sachen beschließen, in ihrer Funktion der G20, die also letzten Endes jetzt überhaupt erstmal gar nicht von ihren nationalen Parlamenten beschlossen werden, aber sich da jetzt hinstellen als mächtigste Menschen der Welt. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer, damit ihr das mal seht, weil das sieht im Augenblick oder sah beim ersten Augenblick für mich so ein bisschen aus, ganz ehrlich gesagt, wie so ein Wachsfigurenkabinett. Ja, da steht da so ein Putin, wenn ich das richtig sehe, neben so einem Erdogan. Die stehen dann alle da und ich suche im Augenblick so durch die Fäden, die nach oben gehen, wie bei der Augsburger Puppenkiste. Damit sich da mal eine Hand nach oben bewegt oder irgendetwas ähnliches. Aber die stehen da stocksteif und ich soll jetzt glauben, dass das jetzt die mächtigsten Menschen der Welt sind. Das ist der G20-Gipfel. Und das ist echt der Gipfel. Und der ist auch noch ausgerechnet in Hamburg. Es tut mir leid, Jörg, aber das ist echt der Gipfel. Guck mal, wer da in der Sündenfarbe gekleidet ist. Ja. Die böse Raute. Ja, aber die sind austauschbar, verstehst du? In 10 Jahren sehen die wieder anders aus. Und hat sich die Macht dann wieder auf andere Menschen konzentriert oder repräsentieren diese Menschen ja nicht nur Staaten, sondern auch noch etwas anderes? Die repräsentieren doch ein politisches System. Die Menschen sind da austauschbar, aber das System geht doch deswegen nicht zugrunde. Also die Idee, die Ideologie, die dahinter steht, die geht doch nicht zugrunde. Das heißt, wenn man wirklich etwas haben möchte, was weltumspannend ist und was letzten Endes die Menschen kontrolliert, dann muss es doch irgendetwas sein, was religiösen oder spirituellen, geistigen Inhalt hat, was alle Menschen vereint irgendwo. Und nicht jetzt irgendwie nach Ländergrenzen und Sprachen und Konfessionen unterscheidet. Und da bin ich fündig geworden. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich kann es nicht empfehlen, weil ich nicht weiß, was da drin steht. Aber interessant, das kam bei der Suche nach der Herrscher der Welt. Ja, wenn wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, ist der größte Faktor aller Menschen zusammen auf dieser Welt die Angst vor dem Tod. Warum? Weil wir ja im 1. Samuel 8 schon festgestellt haben, dass die Menschen im antichristlichen Geist im heidnischen Bereich unterwegs sind und da gibt es eben keine Wiedergeburt. Ja, da gibt es manche, die sagen, das Rad der Wiedergeburt oder Karma oder Nirvana.
Verdammt, vermutlich hat das der Kurt Cobain auch von der Gruppe Nirvana geglaubt und deswegen ist er dann irgendwann auch mit einem Gewehr neben sich gefunden worden. Ich sage das extra so, der ist mit einem Gewehr neben sich gefunden worden. Okay? Also, der Herrscher der Welt. Die Mikroben unser Leben bestimmen. Ich empfehle dazu eine andere Lesung von uns, die heißt letzten Endes jetzt hier Impfquisition. Die läuft auch gerade. Also, das ist ein gemeinsamer Nenner. Alle Menschen zusammen haben Angst vor Krankheit, alle Menschen haben Angst vor dem Tod, die eben heidnischen Glaubens sind. Ja, und das ist eben die Frage, die jetzt immer noch nicht geklärt ist, oder beziehungsweise die eigentlich schon geklärt ist, wenn man jetzt zwischen den Zeilen gelesen hat, wer dann wirklich der Herrscher der Welt ist, wenn es da einen gäbe. Ich rede jetzt hier von einem. Ich rede ja hier von einer Hure. Ich rede jetzt hier von, nein, nicht von einer Frau, sondern ich rede jetzt hier von einer geistigen Macht, die alles unter Kontrolle hat. Ja? Weil das Bild jetzt hier, das ist Suggestion, das ist Illusion. Das sind angeblich gewählte Führer. Die kann man aber genauso gut morgen wieder absetzen. Aber das kann ja das System nicht zum Fall bringen. Das heißt, es muss ja irgendetwas geben, was dann halt letzten Endes eine globale Entscheidung trifft. Und ich glaube, wir sind der Sache ziemlich dicht auf den Fersen. Denn das war jetzt nur das Anfangsstück für das, was da jetzt kommt. Ich habe jetzt von der Regie, ist jetzt übertrieben, aber ich habe jetzt einen kleinen freundlichen Hinweis gesehen, dass wir schon die Zeit überschritten haben, wo dann wahrscheinlich so die ein oder anderen enttäuscht sein werden, die halt sich jetzt über ein bestimmtes Thema gefreut haben. Ich kann dazu sagen, das Thema kommt auf der nächsten Seite, aber dafür müsst ihr euch leider noch auf die nächste Sendung gedulden, denn schaut mal auf die Uhrzeit. Wir haben jetzt schon 22:30 Uhr und es ist nicht nur dunkel draußen, da haben wir keine Angst vor, aber es kommt jetzt ein sehr, sehr umspannendes Thema, was, glaube ich, auch eine eigene Sendung wert ist. Und das tut mir leid, wir haben jetzt nur den Grundstein gelegt, aber ich glaube, es war ein sehr, sehr interessanter Grundstein gewesen, der zumindest für diejenigen, die mit der Bibel eben nicht firm sind, eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, zumindest hoffe ich, mal anstoßen kann, dass man halt wirklich sieht, wir bekommen halt einfach Dinge vorgesetzt, die wir glauben sollen. Es kann ja keiner nachprüfen, was Politiker und sonstige Entscheidungsträger am Tag überhaupt machen. Da gibt es ja nicht nur Regierungen, da gibt es ja auch noch Nichtregierungsorganisationen, sogenannte NGOs. Da gibt es Stiftungen, da gibt es Studiengruppen, da gibt es Universitäten, da gibt es, ach, ganz sonst tolle Institute und so weiter und so fort. Und die haben eine ganze Menge Einfluss auf die Politik. Also sind ja nicht die Politiker diejenigen, die jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt auf neue Ideen kommen. Nein, die wollen ja auch mit den Gesetzen nichts zu tun haben. Die wollen ja verabschieden. Die sagen, tschüss, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich setze meinen Namen drunter und jetzt möchte ich gerne wieder das nächste haben. Also von daher, das sind nicht die Menschen, die irgendetwas formulieren. Das sind die Leute, die nach außen hin, ja, eine Schau machen, eine Show machen. Und man weiß ja auch von vielen Politikern beispielsweise, dass die in gewissen Organisationen zusätzlich drin sind. Also zusätzlich zu ihrem politischen Amt sind die dann noch in verschiedenen Lobbyfirmen unterwegs, für die Autoindustrie zum Beispiel, für die Medizinindustrie, für den juristischen Bereich, im Propagandasektor, also Öffentlichkeitsarbeit, ganz viele Reden halten zum Beispiel, da sind einige dann ganz gut drin. Ja, und deswegen gibt es natürlich dann auch zusätzlich habe ich eben benannt bei der Queen Elizabeth, die auch noch Mitglied eines Ordens ist und die ja selber ja auch andere zum Ritter schlägt. Ja, wie kann das sein, wenn ich angeblich Herrscherin eines protestantischen Landes bin, dass ich andere zum Ritter schlage? Ne? Hallo? Ja, Ritter hat nichts mit dem Protestantismus zu tun. Aber das hat man verlernt. Man wird so von Yellow Press und von dem ganzen Internet erschlagen. Und bevor ich jetzt hier auch mehr dazu dem Thema sage und ich möchte euch jetzt letzten Endes jetzt hier nicht hinhalten, sondern ich möchte jetzt weitergeben an den Jörg. Ich hoffe, der Grundstein ist gelegt, dass unsere Behauptung ist, dass es in der Bibel schon Verschwörungen gegeben hat. Da gab es noch die ganzen Staatengebilde, die wir jetzt heutzutage kennen, nicht, die ganzen Regierungsformen noch nicht. Da gab es damals Monarchien. Und man sieht, dass also da viele Verschwörungen gegeben hat, dass es da viele Heimlichkeiten gegeben hat. Und der Grund ist letzten Endes immer noch, wie gesagt, 1. Samuel 8, dass man da halt letzten Endes antichristliche Menschen irgendwie verwalten muss in einem Regierungskonstrukt oder in einem Staatskonstrukt sozusagen. Und das kann letzten Endes nur antichristlich passieren, weil alles andere würden die Menschen dann auch wiederum nicht akzeptieren. Ne? Also ist die Welt so, wie sie ist, leider. Zumindest
tut mir das leid für diejenigen, die wirklich glauben, da draußen wäre das Paradies. Das ist nicht da draußen, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht ist das eben auch das, was die Herrscher der Welt anstreben. Es gibt garantiert viele, die anstreben, dieses Leben hier gar nicht verlassen zu wollen. Erstens aus der Angst vor dem Tod, zweitens, weil ihnen das Leben hier so toll gefällt. Denn wenn ich doch hier auf der Herrscherseite bin der Welt, was soll mich denn dazu bewegen, um mich auf irgendetwas zu freuen, was denn danach käme? Das entspricht ja nicht dem christlichen Glauben, hier Herrscher spielen zu wollen, sondern hier sind wir als Christen Brüder und Schwestern. Das heißt, uns liegt überhaupt jegliche Herrscherposition oder Herrschaftsposition überhaupt nicht im Blut, im wahrsten Sinne des Wortes. Also von daher, die Herrscher der Welt sind immer diejenigen, die hier auf der Welt die Macht haben wollen. Und die sind auf die Hure, die abtrünnige Kirche angewiesen. Das kommt ganz deutlich raus in Offenbarung 17 und 18. Ich hoffe, das war trotzdem interessant und ja, beim nächsten Mal gibt es das gewünschte Thema. Ich bedanke mich und hoffe, ihr lest noch ein bisschen mehr in biblischen Schriften und gebt weiter und gebt ab an den Jörg. Ja, Michael, die Herrscher der Welt, wenn du das so ansprichst, da hatten wir ja bereits in der Vergangenheit einige sehr interessante Lesungen gemacht, weil wir von einigen Brüdern in Christus wunderbar unterstützt wurden in der Übersetzung von Werken wie dem Buch Rulers of Evil, auf Deutsch Herrscher des Bösen, und zuerst die Übersetzung Behind the Dictators, das Buch von dem wohl deutschstämmigen Leo Herbert Lehman, Hinter den Diktatoren. Und das beleuchtet ja nicht nur sehr gut die zeitlichen Herrscher der Welt, wie zum Beispiel jetzt die im Dritten Reich oder die in den Vereinigten Staaten von Amerika, je nachdem, welches Buch man sich jetzt raussucht, sondern beleuchtet ja eben auch diejenigen, die die Stränge in der Hand haben, die Fäden in der Hand haben, die du in dem Bild so vergeblich gesucht hast, die man da natürlich nicht sieht, weil den Leuten muss ja vorgespielt werden, dass das frei aktierende Personen sind, dass die nicht an irgendwelchen Strippen hängen. Zu der Queen Elizabeth wollte ich noch gerne dazu sagen, du hast den Hosenbandorden erwähnt, Order of the Garter, so wie das im Englischen heißt, wo sie eine ganz hohe Position hat, aber sie hat auch noch eine andere wichtige Position. Sie ist auch noch eine im Englischen Dame of Malta, das heißt eine Dame im Orden der Malteserritter. Ganz, ganz wichtig, wichtiges kleines Detail auch noch, um da nebenbei eben mal zu erwähnen. Und wenn sie über 53 Länder herrscht, dann herrscht sie über ein Viertel der Welt. Weil wir haben knapp 200 Länder in dieser Welt. Wenn ich 53 beherrsche, dann ist das ein Viertel ungefähr. Ja? Also die Macht, die diese Person hat, ist nicht zu unterschätzen. Wenn man dann aber weiß, dass sie sich freiwillig in irgendwelchen Orden einer anderen Autorität unterordnet und sie eben gar nicht diejenige ist, die die Autorität oder die Herrschaft über diese Länder ausübt, sondern dass sie im Grunde auch nur eine, ich sage es jetzt mal mit den Worten von Michael, Madame Tussauds-Figur, ja, eine Wachsfigur ist, die geleitet wird, gesetzt wird von demjenigen, der sie steuert, dann ist es umso wichtiger zu erfahren, wer ist derjenige, der sie steuert. Und da kommen wir wieder auf die Bibel zurück, aus der wir heute ein paar schöne Stellen gelesen haben. Ich hoffe auch, die Art der Lesung, wie ich es versucht habe, einigermaßen betonungsmäßig gut hinzubringen, hat euch gefallen und setzt euch vielleicht auch einmal an, sich ein wenig mehr mit diesen Büchern, die wir genannt haben, also das Buch der Richter im Alten Testament, das Buch Ruth und dann das Buch Samuel und auch das Buch der Könige, sich damit ein wenig auseinanderzusetzen. Und das Spannende ist daran, das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, Michael teilt die Meinung damit auch, wenn man das aus der Bibel kennt, dann erkennt man im Grunde alles in dieser Welt, weil die Bibel beschreibt nichts anderes als die Welt, in der wir leben. Nur sie beschreibt sie auf eine Art und Weise, dass man auch mal hier und da ein wenig nachdenken muss. Und deswegen habe ich immer gesagt, Gott, der uns geschaffen hat, ist durch das Schaffen von uns auch uns gegenüber verpflichtet, sich uns kennbar zu machen. Das tut er in seinem Wort. Das lebendige Wort Gottes, die Bibel. Und wenn wir diese Bibel haben und sicher in der richtigen Version, da kennt ihr ja unsere Meinung, da gehe ich jetzt gar nicht mal weiter drauf ein, und wir verstehen die Bibel, dann verstehen wir auch diese Welt. Aber nicht, wie die Welt sie uns lehrt, sondern wie Gott sie uns lehrt. Damit haben wir den Frieden, den Jesus Christus uns gibt. Er gibt uns nicht den Frieden dieser Welt, er gibt uns seinen Frieden.
Und er macht uns frei mit seiner Freiheit. Denn er ist die Wahrheit, das Leben und der Weg. Und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. We gather today on the eve of a historic anniversary to celebrate what happened here in this very hall 70 years ago when the United Nations declared to the modern world an ancient truth that the Jewish people have a natural, irrevocable right to an independent state in their ancestral and eternal homeland. Mr. Speaker, in these uncertain days, it's important that we cling to the permanent things and the ancient truths. Among them is the principle that fear is useless. What is needed is trust. As we prepare in the next hour to vote on H.R. 2975, the Patriot Act of 2001, I rise as a proud member of the House Judiciary Committee to say this legislation is about trust. It is not about fear. It is about trusting the law enforcement authorities of this country with the powers, some temporary, some permanent, to stop those who would wage war on our citizens before they level the attacks. We do not bring this legislation to this floor in fear. We bring this legislation to the floor in trust. We trust in God. We trust in the governing authorities that our God has placed for such a time as this. I urge all of my colleagues to join me in strongly supporting the Patriot Act of 2001, and I yield back the balance of my time. Forsaking God, give us a king. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abiah, and they were judges in Beersheba. And the sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done since the day that I brought them out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me and served other gods, so do they also unto thee. Now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariots. And he will appoint him captains over thousands, and captains over fifties, and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots. He will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. And he will take your fields and your vineyards and your olive yards, even the best of them, and give them to his servants. And he will take the tenth of your seed and of your vineyard and give to his officers and to his servants. And he will take your men servants and your maid servants and your godliest young men and your asses and put them to his work.
and take the tenth of your sheep, and ye shall be his servants. He shall cry out in that day because of your king, which he shall have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, Nay, but we will have a king over us, that we may also be like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. And the Lord said to Samuel, Hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, Go ye every man unto his city.